Hallo zusammen. Ihr könnt es hier an mir sehen, gerade wenn ich hier so ein bisschen rüberfahre. Es wird ein herrlicher Tag. Die Sonne steht so hoch am Himmel, dass ich sie gar nicht komplett ausgeblendet bekomme. Deswegen erstens mal bitte ich zu entschuldigen, dass hier so ein paar Sonnenstreifen auch auf meinem Arm im Bilde sind. Zweitens heißt das, ich möchte jetzt auch gleich raus und deswegen ein schnelles Video zu unserem anstehenden Thema zum Nullover. Das Spiel, was ich euch jetzt zeige, das wurde gespielt vor 2, 3 Wochen. Hartmut war wieder mit dabei. Hartmut saß hier in Vorhand und ich danke dir für den Input. Immer wieder gern genommen. So ein Nullover wird ja meistens dann interessant, wenn er im Prinzip zu schlagen war, das aber dann doch irgendwie nicht geklappt hat. Und damit zeigen sich dann so die typischen Fallstricke, die es beim Null- und Nullover zu beachten gibt. Was ist also passiert? Wir schauen mal in Hinterhand auf folgendes Blatt, mit dem wir ganz sicher so bis 27 oder sogar 36, vielleicht sogar 45 Karo Hand gereizt haben, sind aber nicht rangekommen. Mittelhand legt dann folgenden Nullover hin. Dazu haben wir ihn also durch die Reizung immerhin gezwungen. Kreuz ist dicht, Pik ist dicht, aber in Herz 8 und 9, das ist für Nullover natürlich schon eine relativ eklatante Schwäche, die typischerweise in der Mehrzahl der Fälle jedenfalls geschlagen werden kann. Nun schauen wir in unsere Karte, gucken auf die Herzen und stellen fest, wir haben die Herz 7. Wir müssen also von hier das Spiel schlagen mit der Herz 7. Wir haben allerdings nur 2 Herz und das ist gar nicht so besonders günstig, denn insgesamt sind hier 8 Herz unterwegs. Unser Partner wird also 4 Stück haben, es sei denn, es sind welche gedrückt. Und da wir selber ja einmal noch die Herz 10 vorspielen können, also nicht direkt die 7 ausspielen können, brauchen wir dann mindestens 3 Abwürfe. Und wenn wir diese 3 Abwürfe jetzt suchen, dann stellen wir fest, in Karo haben wir gar keinen. Karo sollten wir nämlich nicht ausspielen. Erstens muss unser Partner bedienen, aber vor allen Dingen kann der Alleinspieler dann direkt Herz abschmeißen. Die einzige Farbe, auf der Abwurfmöglichkeiten überhaupt existieren, ist Kreuz. Da haben wir allerdings 3, der Alleinspieler auch, und das heißt, unser Partner hat auch noch 2 Kreuz mit, und die werden natürlich auch nicht gedrückt sein, denn die fehlenden Kreuzen, 10 und Bube, wären für den Alleinspieler ja sichere Karten, dann hätte er eher noch eine Herz-Lusche gedrückt. Also, wir haben überhaupt nur einen Abwurf, deswegen mal erste Frage in die Runde: Was könnte es wohl bedeuten, dass unser Partner überhaupt das Spiel eröffnet mit einer Kreuzkarte? Ja, also entweder es bedeutet, dass unser Partner gar nicht so die Übersicht hat, sich aber nichts zu Schulde kommen lassen möchte und trotzdem erstmal ausspielt, obwohl es gar nicht geht. Oder es bedeutet, dass 2 Herz gedrückt sein müssen und dass dieser eine Abwurf einfach ausreicht. Und genau das war in diesem Moment auch der Fall. Der Alleinspieler hatte 2 hohe Herzen im Stock. Jetzt lief der erste Stich. Und jetzt kommt die Frage in die Runde: Wie müssen wir das Spiel fortsetzen? Ja, tatsächlich gibt es jetzt nur eine Karte, die uns im Rennen hält. Das ist andererseits natürlich auch gar nicht so schwer rauszubekommen. Dafür ist es ja ein Nullover, da muss man eben nur so ein bisschen kombinieren. Wir haben gegebenenfalls wieder ein Problem in der Übergabe, das ist zu sehen. Da wir selber in Karo nicht überspielen können, in Pik nicht überspielen können. Es geht also lediglich in Kreuz. Und da unser Partner natürlich mindestens noch 2 Herz hat, bringt es jetzt eben nichts, zunächst die beiden Kreuzen abzuziehen. Da kann ja dann nur ein Herz abgeworfen werden. Danach würden wir mit der Herz 10 unseren Partner wieder ans Spiel bringen und dann fehlt eben diese Übergabe. Und deswegen gibt es jetzt nur die eine Karte, Herz 10, die dieses Spiel noch umbiegen kann. So, gucken wir jetzt mal auch in die Karte von Hartmut. Logischerweise, das sind hier die restlichen Karten. Den müsste er dann übernehmen. Der Alleinspieler kann auch bedienen. Dann kommt die Kreuz 10, Kreuz Lusche, wir mit dem Kreuz König. Und jetzt erst bekommen wir den Abwurf der letzten fehlenden Herzkarte hin, um dann schließlich hier zuzuschlagen mit der Herz 7. Das hat hier nicht geklappt. Der Spieler hier hat dann direkt im zweiten und dritten Stich Kreuz fortgesetzt und da ging es schon nach dem zweiten Stich nicht mehr. Die Frage war ja jetzt in die Runde: Warum zum Geier hat denn Hartmut hier nicht direkt
Herz ausgespielt, sondern erstmal mit Kreuz angefangen. Das ist ja eine Frage, die wir uns auf jeden Fall mal stellen dürfen. Dazu lege ich gerade die Karte noch mal komplett hin. Warum also hat Hartmut nicht erst den Herzkönig gespielt und dann fällt hier die 7 und danach Kreuz rüber? Dann wäre es ein bisschen geradliniger, zumindest für den Spieler hier in Hinterhand, dann die 3 Kreuzen zu spielen. Gut, letztlich ist das an sich egal, die Reihenfolge, wenn ein 0 zu schlagen ist oder ein 0 ouvert. Je nachdem, was dein Partner macht, musst du eben entsprechend mitspielen. Die Idee, die Hartmut hier hatte, war, dass er gegebenenfalls, wenn er erst den Herzkönig spielt, seinem Partner ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass er vielleicht nur diesen einen Herz gehabt hat. Denn Hartmut kann natürlich nicht wissen, dass sein Partner nur genau diese 2 Herz hat. Er kann auch nicht genau wissen, wie viele Herzen liegen. Er weiß nur aus seiner Karte, wo er nur 2 hat, dass es funktionieren wird über diesen einen Abwurf in Kreuz. Deswegen eröffnet er auch das Spiel. Er will eben aber seinem Partner nicht den Eindruck vermitteln, hier, ich habe nur diesen einen Herz und jetzt Kreuz rüber, um damit den möglichen Fehler zu verhindern, dass der Spieler hier jetzt direkt die Herz 7 nachbringt. Auf dem anderen Weg muss es dem Spieler hier an sich klar sein, dass er nicht direkt Kreuz weiterspielen kann, dass er die Herz 10 treffen muss. Aber wie man es denn macht, ist es verkehrt. In dem Fall war vielleicht gar kein Sieg möglich, weil der Spieler hier eben ein bisschen gepennt hat, nicht genau genug nachgedacht hat. Das können wir also daran mal wieder lernen. Schaut beim 0 ouvert ein bisschen auf die Übergaben, denkt erstmal lieber 5 bis 10 Sekunden nach, bevor ihr einfach zu schnell fortsetzt. Ist ja schnell mal gespielt hier die zweite Karte, Kreuz Ass, Kreuz König, Kreuz Dame, und dann geht es schon nicht mehr. Das Blöde beim 0 ouvert eben ist, er liegt ja offen da, alles ist zu sehen, und wer so ein Spiel vermurmelt, der ja, hat es schnell mal geschafft, sich ein wenig zu blamieren. Hoffe, dass euch das nicht passiert. Hoffe, ihr genießt den Tag, so wie ich es jetzt gleich vorhabe. Wir sehen uns bald mit mehr zum Thema Skat und bis dahin, wie immer, gut Blatt.